Petermann ist ein Weltklassefahrer. Er hat das bei vielen internationalen Rennen bewiesen, unter anderem beim Weltmeisterschaftsgewinn in der Vierermannschaft 1979. Und er war bei der Einzelweltmeisterschaft des vergangenen Jahres, als Bernd Drogan nach Solloritz allein voll ankam und das Regenbogentrikot des Titelträgers gewann, ja immerhin auch noch hervorragender Fünfter. Ja, wir wünschen ihm, dass es jetzt noch viele Kurven gibt, dass er bald in die Häuserreihen von Prag hineinkommt, denn da wird er durch den Wind ja nicht mehr so stark behindert. Dann wird es etwas leichter für ihn, wenn man hier nach dieser Alleinfahrt überhaupt noch von leicht und schwer sprechen kann. Ich kann jetzt die Tafel nicht erkennen, sie enthält die letzten Mitteilungen von unterwegs. Vielleicht können Sie das mit schnellem Auge unterwegs zu Hause besser ausmachen. Nein, das sind jetzt die Fahrer, die für die Dopingkontrolle ausgelost wurden. Die Startnummer 56, das ist der Spitzenreiter, also Falk Boden, dann der Etappensieger und dazu kommen dann noch drei weitere Fahrer. Also diese Information nur so nebenbei. Nun können wir nur die Daumen drücken und ein bisschen Rätsel raten, aber das macht die ganze Sache ja auch noch interessant für uns, liebe Zuschauer. Ist das ein Kerl? Ist das eine Mannschaft insgesamt in den blauen Trikots noch solch einen Ausreißversuch wagen und der immerhin doch noch mit einem solch großen Erfolg, denn ich glaube vor dem Feld, vor den Verfolgermannschaften Polen, GSSR, UdSSR wird Andreas Petermann doch wohl mit Sicherheit hier ins Slavia-Stadion einfahren. Der letzte Kilometer bis zum Ziel. Ja, vielleicht, liebe Zuschauer, stehen Sie jetzt auch auf und spenden Sie Beifall für diese Leistung. Das gab es bei der Friedensfahrt wohl noch nicht. Ein 100-Kilometer-Rennen gegen die Uhr und auch gegen die Konkurrenz im Rücken. Und Andreas Petermann kann diesen Ritt noch einmal mit einem Blick nach hinten, aber jetzt hat er nur noch das Ziel vor Augen, seinen ersten Etappensieg. Und nach 1900 Friedensfahrtkilometern als Solist hier den Zielstrich zu erreichen. Der letzte halbe Kilometer für Andreas Petermann nach einem tollen Soloritt auf der letzten Etappe. Nun ist es wohl sicher, Andreas Petermann wird der Etappensieger. Die Zeit ist für ihn schon stehen geblieben vorn. Nun heißt es noch sicher hier, um die Kurven zu kommen im Slavia-Stadion von Prag. Da ist er im Stadion. Der Beifall gilt Andreas Petermann, dem Mann im blauen Trikot der führenden DDR-Mannschaft, der nun die letzten Meter dieser Fahrt und dieser Etappe ganz allein zurücklegt. Und er könnte sich jetzt eigentlich Zeit lassen, er könnte sich aufrichten, aber er ist auch jetzt noch einmal ein großer Kämpfer, der Leipziger Sportstudent, der bei seiner 8. Friedensfahrt den ersten Etappensieg herausfährt nach einer Leistung. Ja, da muss der Reporter eigentlich schweigen. Bravo, bravo, bravo. Andreas Petermann heißt der Etappensieger von Prag 1983. Da ist Karl-Heinz Koschmider, der Masseur unserer Mannschaft. Tadek Reschke, der Betreuer, der sich so fleißig um unsere Männer gekümmert hat auf den letzten Etappen. Und Andreas Petermann schaut fast noch frisch aus. Aber ich glaube, der erste Wunsch ist jetzt erst einmal tief durchatmen, dann etwas trinken. Und nun läuft die Uhr und ich höre hier fast rhythmischen Beifall für diese Leistung von Andreas Petermann. Jetzt kommt das Feld und da orientieren wir uns auf Falk Boden, dessen Trikot ich etwa in fünfter oder sechster Position gesehen habe. Ein GSSR-Fahrer vorn, das könnte Milan Jurcho sein. Aber jetzt ist für uns nur noch wichtig, dass der Mann im gelben Trikot hier mindestens im Hauptfeld in die Sturzzone einfällt, wo für ihn ja auch die Zeit genommen wird, damit Falk Boden das gelbe Trikot sich hier sichern kann. Und in der Mitte auch das rosa Trikot von Olaf Ludwig. Und da ist auch Falk Boden zu sehen, mitten in diesem Spitzenfeld
das jetzt einen Rückstand zu Andreas Petermann von über 5 Minuten hat. Olaf Lutsch versucht jetzt links außen anzugreifen. Er hat immer einen sowjetischen Fahrer am Hinterrad. Ja, sein Schatten ist Oleg Tschujda. Olaf Lutsch wird noch einmal versuchen, ein Stück hier wegzufahren. Vielleicht noch ein paar Sekunden gegen Tschujda herauszufahren. Aber der Weg bis zum Ziel ist ja auch sehr kurz. Und Tschujda ist auch ein Weltklassefahrer. Wir wollen ganz schnell den Sport des Feldes noch mitnehmen. Wir wollen ganz schnell den Sport des Feldes noch mitnehmen. Olaf Lutsch tauchte da vor Tschujda auf. Das wollen wir noch beobachten. Das rosa Trikot taucht auf als erstes. Olaf Lutsch ist im Stadion. Und ich schaue natürlich noch nach hinten auf das Gelbe von Falk Boden. Mitten im Feld taucht Falk Boden auf, während Olaf Lutsch hier kämpft um den 7. Etappenrang. Vorsicht in der Kurve. Olaf hat es auch geschafft. Erst im Ziel, dann Tschujda, dann Uwe Raab als 9. dieser Etappe. Und nun noch auf die Stadionanfahrt hier geschaut. Mittendrin ist Falk Boden, der damit diese Friedensfahrt gewonnen hat. Der 8. Einzelsieg für die DDR in der Geschichte der Friedensfahrten. Wir haben dann nachher noch Zeit, Falk Boden weiter zu feiern, liebe Zuschauer. Aber Sie haben jetzt sicher Verständnis, dass wir erst einmal ein paar Worte wechseln mit Andreas Petermann, der jetzt hier die Stufen hinaufkommen muss. Das ist auch nochmal eine Energieleistung. Andreas Petermann, erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich muss die Frage stellen, die ich gestern schon mal stellte. Was denkt man denn, wenn man 100 Kilometer vor dem Ziel, vor dem Lappen, wie die Rennfahrer sagen, ganz allein davon fährt? Naja, ich muss ehrlich sagen, ich habe da nicht an den Etappensieg gedacht, sondern ich bin zweimal Joko hinterhergefahren und dann hat der Tscheche und der Pole, der noch mit war, die Beine gehoben und da bin ich weitergefahren und hatte ein kleines Loch und dachte, jetzt fährst du erstmal weiter, damit hinten die Tschechen, die Polen und die sowjetischen Fahrer arbeiten müssen und uns etwas leichter haben. Und als das Loch nachher etwas größer war, natürlich fährt man dann weiter, aber der Etappensieg ist natürlich noch in viel weiter Ferne. Das ist ja nun der allererste für Sie. Sie haben lange gewartet. Am Ende der 8. Friedensfahrt hat es endlich geklappt. Andreas Petermann, 100 Kilometer, das heißt, Sie sind rund 2,5 Stunden allein gefahren. Was macht man in dieser Zeit? Was denkt man? Schaut man nur auf die Straße? Schießen einem da irgendwelche Gedanken durch den Kopf? Können Sie uns da was verraten? Ja, sehr viele Gedanken. Man denkt dann zu Hause und denkt an die Trainer. Und ja, dann hat man natürlich Schmerzen beim Fahren. Also ich hatte sehr große Probleme mit dem Rücken. Ja, man hat es gesehen, und Sie haben sich auch immer wieder versucht, ein bisschen locker zu machen, aufstehen, die Beine zu lockern, den Rücken zu lockern. Ja, und dann die Taktik kommt natürlich immer wieder in den Kopf. Und zwar, als die 5-Mann-Gruppe hinter mir war, da habe ich immer überlegt, wartest du lieber gleich und versuchst nach dem Sport die Etappe zu gewinnen. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass die 5-Mann so stark sind, um das Loch zuzufahren zu mir. Ja. Andreas Petermann, noch einmal herzlichen Glückwunsch für den Etappensieg. Aber Sie sind ja auch der erste DDR-Fahrer, dem wir jetzt ganz herzlich gratulieren können für den Mannschaftserfolg bei dieser 36. Friedensfahrt. Es ist Ihr zweiter Erfolg und ich glaube, Sie sind ja der zweitälteste in dieser Mannschaft. Es hat sich noch einmal gelohnt, alle Strapazen auf sich zu nehmen, um in diese Mannschaft reinzukommen. Ja, schönen Dank. Aber nun das Originalbild wieder und er hat es sich verdient, dass er nun hier von Millionen Zuschauern an den Fernsehgeräten gefeiert wird. Andreas Petermann. Die Fanfare ruft zur Siegerehrung für die 36. internationale Radfernfahrt für den Frieden Warschau, Berlin, Prag am Ende von 1900 kampfreichen und schweren Kilometern. Und als erster wird auf das Siegerpodest gerufen Falk Boden aus der Deutschen Demokratischen Republik. Die Kamera zeigt Olaf Lutsch, der wieder einmal mit auf das Siegerpodest treten wird. Nach dem Sieg im vergangenen Jahr, nun Dritter bei der 36. Tour. Jsou připraveni představitelé pořadatelských zemí
Die Mitglieder der Hauptleitung der internationalen Friedensfahrt aus der Volksrepublik Polen, aus der DDR und der CSSR nehmen die Siegerehrung vor. Zum 18. Mal steht ein DDR-Fahrer auf dem obersten Siegerpodest am Ende der Friedensfahrt. Nach Gustav Adolf Schur, der diese Fahrt zweimal gewinnen konnte, nach Erich Hagen, nach Klaus Ampler, nach Axel Peschel, Hans-Joachim Hartnick und Olaf Ludwig. Nun Falk Boden vom ASK Vorwärts Frankfurt an der Oder. Glückwunsch ihm und seinen Sportfreunden. Weiter Oleg Tschuschta, der Friedensfahrt-Neuling aus der UdSSR. Ihm gilt noch ein besonderer Beifall, denn hier in der CSSR weiß man ganz besonders zu schätzen, welche Leistung er mit seinen 17 Etappensiegen vollbracht hat. Damit hat er den legendären Rekord von Jan Weseli, der es auf 16 Friedensfahrt-Etappensiege brachte, verbessert.